Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den Arena-Leiter besiegt und ja, wir haben natürlich vor, jetzt zum nächsten Arena-Leiter so langsam aufzubrechen. Also hier, den haben wir fertig gemacht. Als nächstes hatte ich hier als, unser nächstes Ziel wäre hier der Gift-Team-Orden. Also, dass wir die Giftmitglieder angreifen. Und danach eventuell würde ich diese Arena hier in Angriff nehmen. Also unser nächstes Ziel, ach, dazwischen ist noch der Vater Legenden. Das hier wird unser erstes Ziel sein. Da sind auch zwei Fragezeichen auf der Map. Heute würde ich mal auch versuchen, so ein Fragezeichen mitzunehmen. Bevor all dem hier, ihr seht in meinem Team schon etwas. Zwei Pokémon wurden ausgetauscht. Nämlich einmal Gespenst und einmal Knabon. Gegen zwei Eier, die ich von meinen Kollegen bekommen habe. Ich habe ihn speziell nach zwei speziellen Eiern gefragt. Und was da drin ist, könnt ihr euch überraschen lassen. Ich weiß es schon. Sofern er mir nicht die falschen Eier gegeben hat. Und die werden dann auch zu meinem Hauptteam gehören. Dass ihr da Bescheid wisst. Warum habe ich Gespenst rausgetan? Es hat eine Entwicklung. Aber die ist echt grausam zu holen. Zumindest hat mir mein Kumpel das erklärt, wie es entwickelt wird. Und da wäre ich wahrscheinlich auch nicht wirklich drauf gekommen. Zumindest anfangs nicht. Oh, Surfer. Gespenst gibt ja diese Münzen von sich. Von denen muss man 999 Münzen sammeln und es dann ein Level abmachen lassen. Dann entwickelt sich Gespenst. Ihr merkt schon, grausam. Deswegen habe ich Gespenst erstmal auf die Ersatzbank geschickt. Weil es lange dauern würde, bis wir das entwickeln könnten. Und es wäre unnütz im Team, so. Ich erkunde übrigens gerade nur die Stadt so ein bisschen, ob wir eventuell die ein oder andere TM hier noch finden. Haben ja jetzt zwei, glaube ich, gerade gefunden. Vielleicht finden wir ja sogar noch die ein oder andere Münze. Nehmen wir ein kleines Luxio. Ja. Natürlich. Ich will wissen, ob mein Lokroko fleißig ist. Oh, es sollte sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Solche NPCs gab es auch in den vorherigen Teilen. Hatten aber immer wenig Sinn und Zweck, die Typen. Die einen hatten Bänder gegeben, die die Pokémon dann tragen konnten. Guck mal, noch eine TM. Ich kriege aber nur bei neuen so ein Bild unten. Da unten liegt auch noch mal ein Item. Wie gesagt, unser Hauptziel erstmal ist hier das Gift-Team von Team Star. Dass wir die als nächstes fertig machen. Da ist die Arena. Hm? Ein Britzige gegen einen Apollo? Habe ich einen Britzige? Ich glaube ja. Ja, hier, nimm ruhig mal einen Britzige. Ich kann mir ein neues fangen. Weil dann müsste ich eigentlich sogar instant einen Gengar haben. Das wird unser erster Onscreen-Pokémon-Tausch, ne? Hier, nimm es dir ruhig. Tschüss. Stand zwar direkt neben mir, aber tschüss. Hallo Spectra. Apollo, das Gas-Pokémon. Apollo wartet in absoluter Finsternis auf seine Opfer. Es lauert ihnen auf und stellt ihnen nach. Müsste sich eigentlich instant entwickeln, weil sich Apollo durch Tausch entwickelt. Sag ich doch. Kriegen instant einen Gengar. Ein geiles Geister-Pokémon tatsächlich.
Gengar, das Schatten-Pokémon. Es versteckt sich nachts im Schatten der Menschen und absorbiert deren Wärme, sodass sie unaufhörlich schaudern. Oh, das eine Ei schlüpft schon. Es ging aber schnell. Guckt mal, mein erstes Kind. Ihr seht, welche Pokémon ich bestellt habe bei ihm. Nämlich Flori, das Flora-Katzen-Pokémon. Es verzaubert alle in seiner Umgebung mit dem süßen Duft, der von ihm ausgeht. Dieser wird durch Sonnenschein noch intensiver. Ich habe bei ihm die Anfangs-Pokémon bestellt, dass er mir die beiden Anfangsviecher eben kurz als Eiform rübergeben kann. So, das hier setzen wir dann mal vorne hin. Das hier wird auch demnächst schlüpfen. Die kommen aber erstmal hinten in die Liste. Die werde ich noch offscreen ein bisschen hochtrainieren. Aber ich würde sie auf jeden Fall gerne onscreen entwickeln. So, ich wollte eigentlich gucken, ob hier was zu finden ist. Wir sind hier bei den Paldea-Immobilien. Und das andere Ei schlüpft auch. Das lasse ich diesmal nur A vorlesen, den Pokédex-Eintrag. Quax, das Jungenten-Pokémon. Seine Beine sind so kräftig, dass es auch in Flüssen mit starker Strömung freischwimmen kann. Es ist ordnungsliebend und starrsinnig. Danke nur fürs Vorlesen und hier ein großes Danke übrigens an meinem Kollegen, ne? Dass er für mich extra die beiden hier in Eiform einmal rübergeschickt hat. Das war sehr nett von ihm. Jetzt haben wir halt alle drei Starter in unserem Team und die werden aus unserem Team auch nicht rausgehen. Bis Ende des Projekts, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, ihr bewegt euch aber bitte erstmal ans Ende der Schlange. Ihr seid noch Level 1, ihr werdet One-Hit. Okay, hier lag ein Donnerstein. Oh Mensch, Leute, ist das eine große Stadt. Ich schneide das wahrscheinlich ein bisschen stärker zusammen hier, dass ich nur die interessanten Objekte zeige, die ich finde. Und halt natürlich, wie gerade eben hier, wie die Eier geschlüpft sind. Also, dass ihr so eine grobe Zusammenfassung von dem bekommt, was ich hier zusammenfinde. Ich habe ein Terra-Stück Elektro bekommen. Was ist denn ein Terra-Stück? Ich hatte schon mal eins bekommen. So random habe ich das bei einem Raid bekommen. Und ich konnte da damit schon nichts anfangen. Einen Moment, ich will jetzt im Inventar gucken. Was bringen die dummen Dinger? Ich habe keine Ahnung, was die bringen. Ich habe auch noch eine Schlaubrille gefunden. Ich gebe die mal ihm hier. Wieso kannst du Donnerzahn lernen? Nicht, dass ich was dagegen habe, ich will es noch wissen. Feuerwirbel finde ich nicht so geil. So, Nitro-Ladung. Wäre auch eine gute Idee. Wäre halt besser als Biss. Windschnitt kriegt die Ente. Kugelsatt kriegst die Katze. Ach, du kannst Metronom lernen, Afidi. Ja, dann kriegst du hier Metronom. Ich überlege gerade, ich nehme Giftzahn weg. Guck mal, unsere Pokémon lernen alle neue Attacken. Tschüss, Kopfnuss. So, Surfer dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das kriegt auf jeden Fall die Ente. Tschüss, Heuler. Erstmal ein paar Minuten jetzt hier erstmal noch Attacken vergeben. So, und von der Karte hier, das dürfte nicht weit weg sein. Ich will aber zuerst so ein Fragezeichen. Ich will jetzt endlich mal sehen, was so ein Ding ist. Pokémon-Trainer ignorieren wir ja mittlerweile. Bist du ein Pokémon?
Das ist ein Pokémon. Beherbenbar. Oh, Level 21. Welches Typus bist du? Oh, mal Donnerzahn. Nochmal Donnerzahn. Nein, ich werde geplagt. Immer diese Plagegeister. Dafür werfe ich einen Superball. Was für ein Typus bist du? Ich kann dich nicht zuordnen. Ich dachte erst, das wären Steppenläufer, aber dann habe ich mir so gedacht, hä, wir sind hier doch nicht in der Wüste. Ich liebe es einfach, wie man immer wieder mal unter die Map gucken kann, ne? Nee, Kraftschub nimmst du mal nicht mit. Felori kann Biss mitnehmen, ruhig. Dafür kann Rutenschlag weg. Beherber, das Rollgras-Pokémon. Das ist ein Pflanze-Geist-Pokémon. Vom Wind getrieben rollt dieses Pokémon durch die Ödnis, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Es verabscheut es, nass zu werden. Aber brauchen Pflanzen nicht Wasser? Das Spiel hat halt so coole Pokémon. Ich bin gespannt, was davon die Entwicklung ist. Ach komm, wir brauchen auch nochmal einen richtigen Pokémon-Kampf heute. Du verteilst Niederlagen zum halben Preis? Ich gebe dir auch eine Niederlage zum Mitnehmen. Du bist doch kein Schüler, du siehst schon erwachsen aus. So, Nitro-Ladung. Warum sieht dieses Flaggrund so geil aus im Gegensatz zu meinem? Mit dem einen Ohr. Och, immer wieder diese Schaufler. Ich habe kein Flug-Pokémon dabei, ne? Verdammt. Ich hole aber trotzdem Riolu raus. Ist für den Kampf gerade besser geeignet. Okay, Zeit für eine Vakuumwelle. Mach Schaufler und du wirst es bereuen. Hey! Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Gib mir meine Flinkklaue zurück. Na warte, dich brutzel ich weg. Nochmal Nitro-Ladung. Gib mir meine verdammte Flinkklaue zurück. Ein penetranter Geruch. Was ist denn ein penetranter Geruch? Ach, die Muschelglocke. Der eine KP. Ja, ich muss Riolu noch wiederbeleben. Oh, Flügelschlag kannst du ruhig haben. Ich glaube, es braucht eh keiner. Nee. Noch ein Frackrunz. Wahrscheinlich einfach nur das andere Geschlecht. Weißt du was? So. Jetzt kommst du mich mal kreuzweise. Ja, das Männchen, das hat halt hier dieses eine Schlappohr und das hier nicht. So, Lichtkanone.
wenn ich mal angreifen dürfte. Sieh die Seilgreif an! Es ist ein Witz, ich konnte jetzt dreimal nicht angreifen. Wenn du jetzt wieder zurückschreckst. Wir pökeln das Vieh einfach ein. So, passt so schon. Und Katapult! Tja, da wirst du weggepökelt. So, einmal noch, dann ist es down. Sofern ich jetzt nicht schon wieder zurückschrecke. Mann, sieh die Saal! Hey, ich konnte jetzt viermal, als dieses Vieh draußen war, es nicht treffen. Glück hat mein Pökelsalz das geregelt. Hey, drei, viermal wurde ich jetzt von dieser Kopfnuss zurückgeschreckt. Das kannst du auch keinem erzählen. Oh, Flammenwurf. Ist wesentlich besser als ein Eschern. Die Wasserdüse kannst du auch haben. Finde ich, ist besser als Aquaknarre. Weil das hat halt noch zusätzlich diese Erschlaggarantie. Ich sehe schon, wir schaffen heute gar nichts. Tschüss, Kratzer. Ich kann ja gucken, vielleicht kann ich zumindest die beiden heute noch entwickeln lassen. Dann haben wir heute wenigstens irgendwas direkt geschafft. So, ich gebe dir einen Sonderbonbon, dann müsstest du dich entwickeln. Da oben läuft auch schon wieder ein neues Pokémon rum. So, direkt die zweite Ente. Die zweite Ente sieht nice aus. Huen Tente. Huen Tente, das Übungs-Pokémon. Dieses fleißige Pokémon beobachtet Menschen sowie Pokémon aus diversen Regionen und baut ihre Bewegungen in seine eigenen Tänze ein. Also ein Tänzer-Pokémon, so gesehen. Ja, der wird nicht reichen, um dann Level abzuholen. Einen Moment, ich kann ja nochmal so einen Steppenläufer-Pokémon fertig machen, eben kurz. Armenwurf! So, Ruckzucki, das kommt auch noch ins Repertoire. Blattwerk kann dafür weg. Und ich gebe ihm dann auch eben kurz noch einen Sonderbonbon. Wird die Katze sich direkt entwickeln, in dem allerersten Part, wo sie vorkommt. Die holen ganz gut auf. Der von Steifelori hat sich zu Feliospa entwickelt. Ich fand die andere Katze putziger. Feliospa, das Flucherkatzen-Pokémon. Die Geschmeidigkeit seines Fells ändert sich je nach Laune des Pokémons. Macht es sich für den Kampf bereit, für das Fell so spitz wie Nadeln. Also nicht umarmen, wenn es kämpft. Verstanden. Ja, gut, ne? Haben heute ja nicht so extrem viel geschafft. Also wir haben die zwei anderen Starter-Pokémon direkt auf der zweiten Entwicklungsstufe dazu bekommen. Also, was in der Stadt da vor sich ging, was ich da gesammelt habe, das habe ich wirklich dann grob zusammengeschnitten. Wahrscheinlich so 5-6 Minuten raus. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da.
Ein großes Danke geht nochmal raus an meinen Kollegen, der mir die beiden Eier spendiert hat, damit ich die beiden anderen Anfangs-Pokémon auch im Team haben kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!